Literatur digital erforschen mit Vortext. Du möchtest deine Annotationen systematisch digital erfassen? Heute zeigen wir dir, wie du das mit Katma 6 machen kannst. Auf app.katma.de kannst du dich mit deinem Katma- oder Google-Account einloggen oder neu registrieren. Bevor du dich neu anmeldest, lies bitte unsere ausführlichen Datenschutzbedingungen auf katma.de. Hier findest du übrigens auch einen Hinweis, wie du das Tool später zitieren kannst. Für die neuesten Katma-News kannst du dich bei unserem Newsletter anmelden. Jetzt kann es losgehen mit dem Einloggen und wenn du das getan hast, kommst du zunächst auf die Startseite, wo du deine Projekte siehst. In einem ganz neuen Account hast du natürlich noch keine Projekte, du gehst also auf Create New Project, legst ein neues Projekt an mit Titel und Beschreibung und gehst dann auf OK. Klickst du auf diese Projektkachel, verlässt du die Startseite und kommst in den Projektbereich. Über das kleine Plus hier oben rechts kannst du deinem Projekt Texte hinzufügen, die du aus deiner Ordnerstruktur frei wählen kannst. Katma unterstützt zahlreiche Formate wie TXT, XML oder PDF und erkennt die auch automatisch, wie du hier in der Vorschau sehen kannst. Im nächsten Schritt siehst du, dass auch die Sprache automatisch erkannt wird. Per Doppelklick kannst du diese allerdings auch ändern. Die Sprachen hier kannst du übrigens nicht nur durchscrollen, sondern du kannst auch nach Sprachen suchen. Wenn du auf Next klickst, kommst du in den nächsten Bereich, wo du die Metadaten ändern kannst, auch wieder per Doppelklick auf das entsprechende Feld und dann kannst du dort deine Daten eingeben. Mit einem Klick auf Finish ist das Dokument dem Projekt hinzugefügt. Bevor du annotieren kannst, musst du deinem Dokument über dieses kleine Plus noch eine Annotation Collection hinzufügen. Das ist der Ort, an dem deine Annotationen gespeichert werden, also quasi wie eine zweite Ebene, die über den Text gelegt wird. Du gibst ihm einen Namen und drückst dann auf OK, dann wird das Ganze gespeichert. Du kannst deinem Projekt bereits hier im Projects-Bereich ein Tagset hinzufügen, in dem später deine Tags, also deine Annotationskategorien, gespeichert werden. Die eigentliche Arbeit am Tagset beginnt hier im Tags-Bereich. Hier kannst du deine Annotationskategorien, also Tags, hinzufügen und zwar über dieses kleine Plus hier. Drei Dinge sind für deinen Tag zwingend erforderlich. Einmal die Zugehörigkeit zum Tagset, dann der Tag-Name und die Tag-Farbe. Die Zugehörigkeit zum Tagset kannst du einfach per Dropdown auswählen. Den Namen kannst du völlig frei eingeben und die Farbe kannst du über diese Schaltfläche ändern. Optional kannst du deinem Tag Properties geben, also Eigenschaften, die du später in den Abfragen dann auch einzeln analysieren kannst. Du kannst deinem Tag beliebig viele Subtags hinzufügen, indem du ihn auswählst und dann hier über das kleine Plus auf Add Subtag gehst. Hier brauchst du dann nur einen Namen vergeben und eine Farbe auswählen, denn die Zugehörigkeit zum Tagset ist ja jetzt über den Übertag geregelt. Übrigens kannst du deinem Tagset beliebig viele Tags hinzufügen und den Tags beliebig viele Untertags und den Untertags auch nochmal Untertags und das so verschachtelt gestalten, wie du möchtest. Wenn dein Tagset fertig ist, gehst du zu Annotate hier links zum Annotate-Bereich und dann musst du darauf achten, dass hier in dieser Lasche dein Text und deine Annotation Collection ausgewählt ist und auch dein Tagset wird dort auftauchen. Und dann geht's so richtig los. Jetzt kannst du auswählen, was du annotieren möchtest und mit der rechten Maustaste kommst du dann zu deinem Tagset und kannst den entsprechenden Tag oder Subtag auswählen. Wenn du deine Annotation nochmal auswählst, taucht sie hier unten rechts auf. Du kannst nochmal die genauen Parameter anschauen und sie sichtbar oder unsichtbar schalten oder auch löschen über diesen kleinen Mülleimer hier. Es gibt noch einen zweiten Weg zum Annotieren und zwar, wenn du hier oben dein Tagset sichtbar machst, kannst du links die Passage auswählen, die du annotieren möchtest. Dann klickst du hier irgendwo auf deinen Tag und schon ist die Annotation hinzugefügt. Und du siehst hier beim Drüberhavern werden dir auch nochmal alle Informationen zu deiner Annotation angezeigt. Ich zeige es dir hier gleich nochmal. Du wählst also die Textpassage aus hier links im Text und dann gehst du hier rechts auf den entsprechenden Tag, klickst auf die Zeile und schon wird dir die Annotation angezeigt. Die Annotationen, die du machst, sind völlig frei wählbar, also kannst einen ganz kurzen Text markieren oder eine ganz lange Textpassage, ganz wie du möchtest. Wenn du dich beim Annotieren mal vertust, weil du irgendwie in deinem Tagset verrutscht oder irgendwie ansonsten mit dem falschen Tag annotierst, kannst du deine Annotation ganz leicht wieder löschen. Indem du hier rauf gehst, dann erscheint das unten links und dann gehst du auf den kleinen Mülleimer und bestätigst das Ganze nochmal und dann kannst du die korrekte Annotation einfügen. Übrigens können Annotationen nicht nur beliebig lang sein, sie können sich auch überlappen. Wenn dich Seitenumbrüche beim Annotieren stören sollten, so wie mich hier, kannst du hier unten mit diesem Regler die Seitengröße anpassen und dir mehr oder weniger Text auf einer Seite anzeigen lassen.
Mit Hilfe dieses kleinen Icons hier kannst du übrigens Passagen mit einer Annotation versehen, die nicht unbedingt zusammengehören. Wenn das ausgewählt ist, hier unten, kannst du zum Beispiel hier Sir und You als eine Annotation zusammenfassen. Und das ist besonders für die Analyse nachher wichtig, wo das Ganze dann wirklich nur als eine Annotation gezählt wird. Wenn du nochmal auf das Icon klickst, geht es wieder normal weiter und du kannst einfach Passagen einzeln annotieren. So, und jetzt kannst du durch den ganzen Text durchgehen und annotieren. Du kannst übrigens auch mehrere Tags zu einer Textstelle hinzufügen. Du kannst überlappend annotieren oder sogar auch widersprüchlich. Da bist du also völlig frei, ganz undogmatisch vorzugehen. Und während du so annotierst, passiert es dir vielleicht, dass du einen neuen Tag brauchst. Dann kannst du einfach hier im Annotationsbereich rechts einen Tag hinzufügen über das kleine Plus. Dann kannst du auch eine Farbe geben, also kommst auf die gleiche Eingabefläche wie im Tags-Bereich und kannst den eben auch ganz individuell hier anlegen. Und dann erscheint er hier und meistens bedeutet das natürlich, dass du deine bisherigen Annotationen nochmal durchgehen musst, eventuell löschen und dann mit dem neuen Tag oder Subtag, wie es hier bei mir ist, belegen. Und das betrifft hier in unserem Beispiel auch unseren Discontinuous Tag, also auch der muss gelöscht werden, neu angelegt, wieder mit diesem Icon, dann einfach Doppelklick nacheinander auf beide Wörter und schon kannst du es auch mit deinem neuen Tag als eine Annotation kennzeichnen. Und damit hast du die Grundlagen der Annotation in CATMA gelernt. Wenn du das nochmal vertiefen möchtest, sowohl was das Projects-Modul angeht, als auch das Tags, als auch das Annotate und auch das Analyze-Modul, zu dem wir gleich kommen, dann kannst du nochmal in unserem Manual auf CATMA.de nachlesen. Das verlinke ich dir auch unten. Du kannst unsere Lerneinheit auf vortex.net machen. Auch die findest du als Link unten in der Infobox. Und es wird auch noch weitere, detailliertere Videotutorials auf unserem Kanal geben, den du am besten gleich abonnierst, damit du immer rechtzeitig benachrichtigt wirst. Zum Analyze-Modul kommst du auch über die Navigation hier links. Da öffnet sich gleich diese Lasche, in der du dein Dokument und deine Annotation Collection auswählen musst. Jetzt kannst du über den Query-Builder hier Abfragen starten. Du kannst nach Wörtern suchen, nach Ähnlichkeiten, nach Tag, nach Kollokation und Frequenzen. Wir suchen jetzt hier nach Wörtern und geben einfach Lear ein, alles groß geschrieben, denn wir wollen jetzt die Verteilung von Auftritten von King Lear haben. Über Finish bestätigen wir das Ganze, dann öffnet sich hier eine Box, in der dein Suchergebnis auftaucht. Und jetzt kannst du zum Beispiel eine Distribution Graph Visualisierung machen, indem du hier drauf klickst, dann wählst du das Wort auf, was gezeigt werden soll und dann kannst du diese Visualisierung interaktiv anpassen. Über diese Schaltfläche hier verkleinerst du das Ganze wieder, kommst zurück zu deiner Abfragemaske und kannst dann wieder zum Query Builder gehen, um dem Ganzen neue Ergebnisse hinzuzufügen. Wir suchen hier nochmal nach einem anderen wichtigen Charakter in diesem Drama, gehen wieder auf Finish, kriegen eine neue Box mit Ergebnissen, können dann unseren Distribution Graph hier wieder vergrößern und über diese kleine Schaltfläche hier das Ergebnis hinzufügen. Auch das können wir natürlich wieder vergrößern. Und dann kann man schauen, wie die Verteilung der beiden Wörter sich zueinander verhält. Natürlich können noch beliebig viele andere Query-Ergebnisse und Abfragen hier gestartet und dann auch hinzugefügt werden. Über die Visualisierung gelangst du auch immer zurück in den Text. Wenn du zum Beispiel hier oben auf diesen Punkt klickst, bekommst du unten eine Keyword-in-Kontext-Liste angezeigt. Wenn du dort ein einzelnes Wort auswählst, eine Zeile auswählst und doppelt draufklickst, springst du zurück in deinen Annotate-Bereich und hier wird dir genau das Wort angezeigt, auf das du geklickt hast. Du kannst dann auch nach weiteren Wörtern suchen, indem du hier draufklickst und alle werden dir mit diesem Orange unterlegt. Das sind also keine Tags, mit denen die Wörter hier belegt werden, sondern nur so eine Art Highlight, das du hier auch wieder löschen kannst. Wenn du deiner Visualisierung nichts mehr hinzufügen möchtest, kannst du sie speichern über diese drei Punkte hier als SVG oder PNG oder du kannst sie auch noch weiter bearbeiten, indem du sie hier im Vega-Editor öffnest. Das zeige ich dir jetzt hier nur ganz kurz. Da siehst du also den Code, der hinter der Visualisierung steht und den kannst du hier auch anpassen. Wie genau das geht, werden wir dir aber in einem extra Videotutorial noch einmal ganz genau zeigen. Das waren die wichtigsten Module in CATMA 6, Startseite, Projects-Bereich, Tags-Bereich, Annotate-Modul und der Analyzer. Damit kannst du dich jetzt an deine eigene digitale Annotation machen. Mehr dazu, wie gesagt, auf CATMA.de, vortex.net und demnächst auf diesem Kanal. Bereit für deine digitale Literaturanalyse?
dann informiere dich weiter auf vortex.net oder abonniere einfach unseren Kanal für mehr Tutorials und Fallstudien.